InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Dieses InsatTV-Special widmet Ihnen Josko, Fenster und Türen. Ganz schön Josko. Der SVR, der ist wirklich zu einem fixen Bestandteil der Bundesliga in Österreich geworden. Und wie man heuer gesehen hat, glaube ich, meiner Meinung nach die beste Saison mit einer tollen Meisterschaft und als wirklich i-Tüpfelchen den Cupsieg im österreichischen Fußballcup. Ich sitze hier und warte, sitze aber nicht alleine, warten hier auf den Bus aus Wien oder auf die 100 Busse. So eine Gertrud sitzt bei mir. Hallo Gertrud aus Mermbach. Hallo. Du wartest auch, ja? Ja, ich warte auch. Auf das Spiel oder auf den Bus oder auf wen? Auf meinen Mann warte ich. Der durfte nach Wien fahren? Ja, natürlich. Ja. Und hat er schon angerufen, wie es war? Ja, schon dreimal. Ja, wirklich, ja? Ja. War's gut? Ja, sicher. Ich glaube, der hat sich gut amüsiert. Wir sind die Kaiser. Es war die große Hoffnung der Rieder Fußballfans. Es war das To be or not to be. Es war einfach großartig. Mit einem ganz klaren 2:0-Sieg kehrten 10.000 SV Josko Ried-Fans in den späten Sonntagabendstunden in insgesamt 103 Bussen nach Oberösterreich zurück. Ein Großteil davon natürlich in die neue Fußballhauptstadt. So, wie war es in Wien, meine Herren? Super, 1A. Einmalig. Also, wenn wir nicht unten gewesen wären, hätten wir auch nicht gewonnen. Nicht? Also, weil der Fanclub ist einfach ganz wichtig. Ich krieg von der SK Josko noch 10 Euro für meine Stimme, weil ich habe in Wien lassen. Auf geht's für Rieder! Wir sind unser Schatz, auf geht's für Rieder! Es ist die Krönung in der bisherigen Vereinsgeschichte. Punktgenau in der Vorbereitungszeit für das 100-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr hätte kein Marketingmann das Drehbuch besser schreiben können. Der Rieder Hauptplatz zu mitternächtlicher Stunde bebt, als der Krautgartner Spielerbus bei den ca. 3000 wachgebliebenen Fans einrollt. Die komplette Mannschaft steigt umringt von den kreischenden Fans aus dem Bus und wird sofort auf die extra nach Spielende im Wiener Ernst-Happel-Stadion errichtete Bühne geleitet. Absperrungen schützen die ÖFB Samsung Cup-Sieger vor der begeisterten Menschenmasse. Es war heute ein toller Tag, unglaublich. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Ewald, großartiges Abschiedsspiel. Wahnsinn, kann man sich nicht besser wünschen. Was dann passierte, wird in die Geschichte Ried eingehen. Noch nie wurde der Begeisterung derart freien Lauf gelassen und trotzdem äußerst diszipliniert. SV Josko Ried, ein Name mit einer Fenster- und Türenmarke. An und für sich ist der Fußball ja Sport für Männer. Aber die Frauen bestimmen Wohnqualität, Design, Einrichtung. Wie passt das sehr gut zusammen? Ich glaube, es passt perfekt zusammen. Zum einen ist es natürlich, dass Design sehr stark im Vordergrund steht. Gerade neues Bauen mit dem Natur nach innen holen, mit dem Leben mit der Natur, ist sehr weiblich, das stimmt. Aber ich glaube, auch Fußball hat seinen Charme, wenn ihr jetzt sieht, gelingt auch dem SVR sehr viel, Ried sehr viel. Und das ist für uns natürlich auch perfekt, diese Kombination. Ich möchte den Riedern, der Bevölkerung des Innviertels, aber vor allem der Mannschaft vom SV Josko Ried zum Cupsieg ganz herzlich gratulieren. Wegen wichtiger Sitzungen im Zusammenhang mit der Spitalsreform war ich nicht in Wien. Ich habe aber immer wieder zwischendurch am Fernsehschirm das Spiel verfolgt. Die Rieder haben großartig gespielt. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Erfolg. Gratulation an den Trainer, an die Mannschaft, an die Funktionäre und ans ganze Innviertel. Der großartige Erfolg ist Verdienst von einem ganzen Team. Sensationeller Tag für uns heute. Es war im Stadion schon unglaublich schön für uns, wie uns die Fans, das erste Mal, dass so viele Fans nach Wien gereist sind, um uns zu unterstützen. Welche Stimmung sie dann dort im Stadion verbreitet haben, sicherlich besser wie bei einigen Länderspielen.
Und jetzt die Krönung hier am Hauptplatz um Mitternacht. Also morgen ist ja ein normaler Arbeitstag, aber die Fans stehen voll hinter uns und das ist wunderschön. Ich habe schon gesagt, im Happelstadion schon eine unglaubliche Stimmung, solche Fans. Ich glaube, das Dreiviertel von Ried ist nach Wien gereist. Und auch jetzt wieder am Hauptplatz so ein Empfang. Und ja, ich glaube, für jeden Spieler geht halt irgendwo ein Traum in Erfüllung. Und unbeschreiblich. Ja. Die Stadt Ried im Innkreis kann sich keinen besseren Werbeträger wünschen. Man darf wirklich mit Fug und Recht stolz sein auf das, was der Rieder Fußball SV Josko Ried zustande gebracht hat. Noch 1998 zum zweiten Mal den Cupsieg nach Ried geholt. Da sieht man, dass diese gesamte Familie SV Josko Ried gemeinsam mit dem Präsidenten, den vielen Funktionären, dem Spielern und dem Erfolgstrainer eine Einheit bilden, die in der Lage sind, exzellente Leistungen zu erbringen und daraus resultierend dann solche Erfolge mit nach Hause zu bringen. Sportstadtrat Michael Stephan sieht das Geld richtig angelegt. Die erfolgreichen Mannschaften, egal ob es jetzt die Fußballer sind, aber auch die anderen Sportler, stellen einen gewissen Werbewert dar. Und ich glaube, da investieren wir unser Geld sehr wohl, sehr gut. SV Josko Ried-Manager Stefan Reiter ist ein alter Hase im Fußballgeschehen. Er weiß, wovon er spricht. Großartiger Tag, der größte Tag in der Geschichte der SV Josko Ried. Und auch für die Stadt Ried, man sieht es hier. Unglaublich, was heute in Wien los war und hier in Ried. Da können wir alle drauf stolz sein. Die Fans sind auch nach 30 Minuten begeistert im Schreien und Beifall aus dem Häuschen. Das finde ich voll cool, dass die Rieder gewonnen haben. Das finde ich voll klasse. Ja, echt super, dass wir gewonnen haben. Echt klasse. Gezittert? Sehr. Aber ich war mir sicher, dass wir das heimbringen. Mir hat es dir gefallen. Ich war ja dabei und das war die beste Stimmung, was im Fußball je gegeben hat, was Rieder auf die Füße gebracht hat. Wie war das? So eine lange Live-Radio-Live-Übertragung hat es noch nie gegeben, oder? Ja, hat es im ganzen Privatradio noch nie gegeben. Also meine Kollegen Georg Duschelbauer und Rainer Spitz haben 90 Minuten durchkommentiert und das war jetzt in der privaten Radioszene noch nie gegeben und wir sind natürlich stolz und froh, dass die Rieder das gepackt haben. Ist das gut, wenn die Frauen auf Männerbeine schauen und da steht Fussel drauf? Ich hoffe, dass es gut ist, aber auf jeden Fall sage ich zu meinen Mitarbeitern immer, die Motivation der Rieder kommt immer, wenn sie auf die Hose schauen, dann geht es wieder vorwärts. Und das ist gut so. Erfolgstrainer Paul Kludowatz ist ob dieses großen Erfolgs und Empfanges sichtlich gerührt. Ich glaube, dass es schon sehr nahe geht, wenn man sowas erlebt, was sich im Hintergrund abspielt. Es ist auch nicht jedermanns Sache, hier so mitzutun, aber so wie sich die Region Ried heute in Wien gezeigt hat, das bleibt einfach unvergesslich. Das ist Emotion pur gewesen, das ist Gänsehautstimmung, das ist Länderspielstimmung im Happelstadion. Vielleicht erleben wir es nach einem tollen Event einmal wieder, vielleicht am 3. Juli gegen Deutschland, aber wahrscheinlich vorher und nachher nicht mehr. Das hat man sich erträumt, wo man und das ganze Jahr sehr hart trainiert, wo Menschen Ziele haben, wo Sportler sehr hart dafür arbeiten. Das ist mit dem heutigen Sieg im Cupfinale in Erfüllung gegangen. Und man kann jeden Spieler, jeden Funktionär, der da mitgewirkt hat, nur gratulieren. Die Erfolgsmannschaft liebt die Fans. Da lassen sich einige Spieler sogar als Rakete von der Bühne schießen. Nach dem Riesenempfang am Hauptplatz ist noch lange nicht Ende. Der harte Kern übersiedelt in die lokale Massimo- und Milchbar. Das Feiern nimmt kein Ende. So soll es auch sein. Die beste Mannschaft und die besten Fans lassen die Sau raus. Zur richtigen Zeit ist alles erlaubt. Hoffentlich sind bis 23. Juni wieder alle fit. Da geht es zur SV Josko Ried Wallfahrt nach Marieschmollen. Anmeldungen ab sofort über insat@insat.tv. Das 13. Jahr war ein Glücksjahr, wirklich, glaube ich, für uns alle. Aber ich glaube, das ist eine Sache, wo es auch um Image-Transfer geht, wo es um positive und negative Aspekte geht. Und das Spannende am Sponsoring, man muss es wirklich nehmen, wie es kommt. Und diese 13 Jahre waren natürlich auch Hochs und Tiefs, aber man muss ganz klar sagen, es war im Grunde, im Großteil ein Hoch. Und das ist wichtig. Und da geht es ja nicht nur um die sportlichen Aspekte, es geht vor allem, wie benimmt sich ein Verein, wie ist das Zusammenarbeiten, was passiert hinter den Kulissen. Und das war immer sehr positiv und das ist das Wichtigste für uns. Musik.
bei Ried gratuliert der SV Josko Ried zum großartigen Erfolg. Und bügeln jetzt auch ohne Promille. Die Brauerei Ried bringt ihre preisgekrönte helle Weißbier-Spezialität alkoholfrei auf den Markt. Icewatch gratuliert der Mannschaft von SV Josko Ried zum grandiosen Erfolg. Wir freuen uns für die ganze Mannschaft und sind stolz darauf, Partner von SV Josko Ried zu sein.